Vogelfamilie, ich bin's Wally und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Dieses Video ist in Kooperation mit Pukis Papageienwelt entstanden, denn die Inhaber von dem Shop haben mich angeschrieben und gefragt, Wally, hast du nicht mal Lust, unsere Sachen zu testen? Und natürlich habe ich das, deswegen gibt es heute dieses Video von mir. Vorab auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die ganzen Sachen, damit ich mich jetzt nicht nach jedem Produkt bedanke. Und zwar wurde mir von allem etwas in ein großes Paket getan. Ich weiß aktuell noch nicht, was drin ist, deswegen ich bin sehr, sehr gespannt, denn das Paket ist unglaublich schwer. Ich kann es nicht mal in die Kamera halten, weil es wirklich sehr, sehr groß und schwer ist. Deswegen denke ich, da ist wirklich einiges drin. Und ich dachte mir, damit ihr davon auch etwas habt, wird es in diesem Video eine Verlosung geben. Was es allerdings zu verlosen gibt, kann ich euch aktuell noch nicht sagen. Das erfahrt ihr am Ende des Videos. Denn ich werde, denke ich mal, auch etwas von Pukis Papageienwelt verlosen. Aber ich habe auch noch etwas anderes gekauft, falls da doch nichts dabei ist, weil ich sage, ich möchte die Sachen lieber testen und euch in den Videos zeigen, habe ich noch etwas anderes besorgt. Also es gibt auf jeden Fall eine Verlosung. Bleibt also gerne bis zum Ende dran. Ich sitze derzeit im Vogelzimmer, deswegen kann es sein, dass es ein bisschen lauter ist. Peaches guckt mich auch schon von da oben an, denn sie sieht schon die Sachen hier rechts. Ich hoffe also, es ist nicht allzu laut, aber ich kann aktuell wegen dem Umzug leider nicht im Wohnzimmer drehen. Ich habe alle Produkte kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, es ist ein Kooperationsvideo, deswegen hier oben auch Werbung. Ich bekomme allerdings keine Provision oder irgendwie Geld in irgendeiner Form, dass ich da etwas Bestimmtes drüber sage. Also meine Meinung ist meine Meinung und bleibt meine Meinung. Das möchte ich nur nochmal dazu sagen. Ich bin mega gespannt. Für mich sind solche Videos immer wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Pukis Papageienwelt ist auch ein Online-Shop für die unterschiedlichsten Vogelarten, also auch Papageien, aber auch Kleinsittiche. Dort gibt es auch verschiedene Futtermittel, Ergänzungsfuttermittel, Vitaminpräparate gibt es da auch, natürlich auch Zubehör und auch Spielzeug, also wirklich eine ganze, ganze Menge. Vieles ist spezialisiert auf den Zuchtbedarf, also wenn ihr zum Beispiel Züchter seid oder halt zu Hause züchtet. Deswegen, falls ihr in dieser Zuchtrichtung aktiv seid, schaut doch gerne mal beim Online-Shop vorbei. Ihr wisst ja, dass ich nicht züchte, aber man kann natürlich auch Futter, was auf die Zucht ausgelegt ist, natürlich auch seinen normalen Wellensittichen geben. Ich habe natürlich auch einen Code für euch bekommen, und zwar mit dem Code WANNY10 bekommt ihr 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Deswegen wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Shoppen. Der Code ist übrigens das komplette Jahr gültig, also bis zum 31.12.2023. Also ihr könnt euch ganz entspannt Sachen bestellen, falls ihr das wollt. Lasst euch nicht hetzen. Alle Produkte, die ich gleich hier mit euch zusammen auspacken werde, werde ich euch auch übrigens unten verlinken in der Beschreibung, aber auch in den Kommentaren. Ja, genau. Immer schön laut sein, genau. Das erste, was ich hier sehe, ist ein Futtermittel, und zwar Wellensittiche Zuchtmischung. Das sind 800 Gramm und unter anderem sind Glanzsaat, Hirse, Senegalhirse, Japanhirse, Hafer, geschält, Hanfsaat und so weiter drin. Also verschiedene Saaten sind definitiv enthalten. Okay, dann wurde mir etwas beigepackt, was sehr, sehr, sehr gut ist. Ihr kennt es bestimmt selber, und zwar Knaulgras. Ich habe letztens erst ein Kilo, glaube ich, bestellt, weil meine Wellensittiche lieben es. Also oftmals ist Knaulgras auch in sämtlichen anderen Futtermischungen. Ich gebe das allerdings immer noch mal extra in ein Futter nach, weil sie das echt total lieben. Und das ist ja auch gut zum Abnehmen, so wie ich gehört habe. Und ich habe ja ein Wellensittich, Peaches, die etwas übergewichtig ist, deswegen das frisst sie echt gerne und deswegen gebe ich ihr das auch immer. Und das hier sind 200 Gramm. Eine weitere Futtermischung, Wellensittiche Extra. Und hier sind auch wieder verschiedene Hirsesorten drin. Die gelbe, die weiße, Glanzsaat, rote Hirse und so weiter. Und hier sind, ich glaube, auch 800 Gramm drin. Es wurde so ein bisschen überschrieben. Ich glaube, es sind genauso viel wie die anderen, also 800 werden es sein. Dann haben wir als nächstes einen Kräutermix von der Firma oder Marke Klaus. Die kenne ich auch, und zwar habe ich da, glaube ich, schon mal Keimfutter oder sowas ausprobiert. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, es war auf jeden Fall etwas in einem Glasbehälter. Also die Marke ist mir nicht unbekannt. Und ja, das kann man ja einfach über das normale Futter streuen, so ein bisschen mixen. Das sind ausgewählte Wildkräuter für gute Entwicklung und das Immunsystem, also definitiv kann man das immer verwenden. Hier sind dann noch so ganz viele kleine Probepäckchen, und zwar haben wir jetzt zum Beispiel
Primus-Basis, das sind, denke ich, alles Sachen halt eher für die Zucht. Erstklassiges Futter für Wellen, sie wird von Experten entwickelt. Hier ist auch überall noch so ein Zettel mit dabei. Hier haben wir zum Beispiel auch was für die Aufzucht, und zwar nennt sich das Ganze Primus-Aufzucht. Und noch einmal Primus-Basis. Da muss ich mich tatsächlich auch so ein bisschen mal durchlesen, weil das ja eher so kleinere Mengen sind, ob das dann was zum Probieren ist oder zum Drüberstreuen. Ich kenne mich ja auch nicht mit allem aus, deswegen das muss ich mir in Ruhe hier mal mit diesen Beipackzetteln erstmal durchlesen. Dann ist hier etwas drin von einer Marke, die ich definitiv noch nicht gesehen habe und auch nicht kenne. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Vitakus, wenn man es so richtig ausspricht. Da werde ich mir das erstmal durchlesen, was das ist, und dann blende ich euch das hier ein, weil das alles auf Englisch ist und so ein bisschen kleiner geschrieben. Aber es geht auf jeden Fall in Richtung Stronger Heels, also was mit Gesundheit, dass es die Gesundheit stärkt, Smoother Skin, also irgendwie das für die Haut. Das werde ich mir auf jeden Fall in Ruhe mal durchlesen, das sagt mir so gar nichts. Aber ich bin mal gespannt. Falls ihr möchtet, dass wir gemeinsam Dinge aus diesem Paket ausprobieren oder testen, sei es Futter, sei es Spielzeug oder was anderes, dann schreibt mir das auch gerne einmal unten in die Kommentare. Dann können wir das gerne mal zusammen in einem Blog alles ausprobieren. Okay, das war's anscheinend mit den ganzen Futtersachen, und ich sehe ganz, ganz, ganz viel Korksachen. Oh mein Gott. Okay, ich habe Peaches volle Aufmerksamkeit da oben. Sie guckt hier schon runter. Und zwar haben wir hier so eine Kette aus Kork. Die habe ich damals auch bei einem anderen Shop gekauft. Nicht online, sondern direkt im Laden. Und die war innerhalb, ich glaube, von ein bis zwei Monaten komplett weggeschreddert. Und ich hatte nachher nur noch diese Ketten übrig mit diesen Karabinerhaken. Also sowas kommt immer, immer gut an. Auch wenn das so ein Riesenspielzeug oder ein Riesenschredderspielzeug ist, auch bei Wellensittichen kommen die Sachen super an. Also ihr müsst kein Spielzeug kaufen, die ja direkt auf die Größe vom Vogel angepasst sind, sondern ihr könnt auch wirklich große Sachen kaufen. Es dauert zwar ein bisschen länger, bis sie die schreddern, aber meine Lieben ist. Deswegen, das kann ich definitiv im neuen Vogelzimmer anbringen. Au, der Fuß. Oh mein Gott, Peaches. Schau. Und zwar habe ich hier so eine XXL-Korkröhre, wo sie definitiv auch reinklettern können. Seht ihr das? Oh mein Gott, ich denke tatsächlich, dass ich die oben auf den Käfig rauf tun werde. Wie gesagt, wenn ihr das mit mir zusammen machen wollt, schreibt mir das in die Kommentare. Dann werde ich das alles im neuen Vogelzimmer mal machen, dass wir das halt oben rauf tun. Vielleicht können wir auch noch ein paar Sachen in die Korkröhre reintun, sodass sie das alles einzeln rausrupfen können. Die Preise zu den ganzen Produkten werde ich euch auch unten hier hinschreiben. Und es ist tatsächlich so, dass hier in dem Online-Shop die Sachen deutlich günstiger sind. Ich habe schon bei sehr vielen Online-Shops bestellt und auch die Sachen getestet, und oftmals ist es so, dass die Sachen leider relativ teuer sind. Manchmal geht das auch nicht anders, weil man sich die Produkte natürlich auch liefern lassen muss. Es kommen Versandkosten dazu, Verpackungskosten, Druckkosten und so weiter. Hier sind die Sachen wirklich zu einem sehr, sehr guten Preis angeboten, also das ist wirklich top. Hier habe ich dann so eine dicke Kork-Sitzstange, die ist auch hier hinten direkt zum Anschrauben oder Befestigen im Käfig. Und ich denke, dass ich die auch in den Käfig machen werde oder außen irgendwie dran machen werde. Aber auch das mache ich alles, wenn wir umgezogen sind. Und die wird, denke ich mal, sehr, sehr lange halten, weil da ist echt viel Kork außen dran. Und hier ist dann noch so eine kleinere Sitzstange, auch direkt mit zum Befestigen. Und mal sehen, wo ich die anbringe. Ich glaube, die könnte ich auch, wenn ich die Sachen hier hinten entferne, direkt an den Vogelbäumen, die ich habe, anbringen, so dass sie da draußen das anfliegen können. Dann kommen wir zu einem Vitaminpräparat. Ich nehme auch verschiedene Vitaminpräparate für meine Wellensittiche, unter anderem Ornifit, das ist so für das Immunsystem und bei Leberproblemen. Mariendistelpulver nehme ich für die Wellensittiche, aber auch Alamin, das sind auch, oder ist auch so ein Vitaminpulver. Und hier habe ich jetzt Calcio D3, das scheint Vitamin E zu sein. Auch hier muss ich mich erstmal ein bisschen belesen, aber hier steht bioverfügbares Calcium und Vitamine. Ich würde sagen, wir machen das Ganze auch mal auf und gucken, ob es halt Tropfen sind, die man ins Trinkwasser machen kann, oder ein Pulver ist.
schätze mal tatsächlich, dass es Tropfen sind, die man irgendwie ins Trinkwasser geben kann. Genau, das sieht mir nach Tropfen aus. Hier haben wir auch so ein kleines Medizindöschen. Das erinnert mich an meine Kindheit, wenn ich als Kind Hustensaft nehmen musste. Und hier haben wir dann diese Vitamintropfen. Ich lese mir das auf jeden Fall nochmal durch, wie viel man davon geben muss, wie oft man das geben kann. Hier steht jetzt drauf, flüssiges Ergänzungsfuttermittel für Heimvögel und oder Ziervögel. Deswegen denke ich mal, dass man es tatsächlich dann über das Futter auch machen kann, dass man es gar nicht ins Trinkwasser machen muss. Aber wie gesagt, ich muss mich da selber auch mal informieren. Ich wusste vorab nicht, was ein Paket ist, deswegen konnte ich mich jetzt vorab nicht irgendwie belesen oder sowas. Aber das werde ich alles herausfinden und dann können wir die Sachen gerne mal zusammen austesten. Okay, ich sehe etwas, was meine Wellen wirklich freuen wird. Oha, oh Gott. Und zwar rote Kolbenhose und nicht gerade wenig. Die wird definitiv sehr, sehr lange halten. Oh Mann, ich weiß gar nicht, wie viel Gramm das sind. Aber ich glaube, letztes Mal habe ich beim Futterhaus vielleicht 120, maximal 160 Gramm. Und das war vielleicht, weiß ich nicht, ein Viertel davon. Vielleicht sind das so 500 Gramm oder 800 Gramm sogar. Okay, das wird definitiv sehr, sehr lange halten und kann ich definitiv verwenden. Es hört nicht auf. Wir haben immer noch Sachen in dem riesen Paket. Guckt mal diese Korkröhre an. Die kann man wieder hier hinten im Käfig befestigen. Und das ist richtig so ein Korkbrett. Das werden meine Wellen, die hier richtig gerne mögen. Ich habe derzeit im Vogelkäfig auch so eine Sitzplatte, aber halt aus ganz normalen Ästen, nicht aus Kork. Und sie lieben es halt, sich einfach zu beschäftigen, zu schreddern. Deswegen ist sowas gar nicht schlecht, wo sie wirklich gerade drauf sitzen können und das dann gleichzeitig kaputt machen können. Dann kommen wir zur letzten Sache. Und zwar ist es etwas aus Glas, nehme ich an, weil das hier nämlich so verpackt ist. Ich habe keine Schere griffbereit. Was natürlich super ist. Also ich bin immer gut vorbereitet. Hier haben wir etwas von der Marke Klaus. Und zwar ist es kein Futter für Wellensittiche. Bei keinem Futter sind meine Wellensittiche leider sehr, sehr speziell. Also ich habe schon Verschiedenes ausprobiert. Kein Futter aus dem Glas. Quellfutter habe ich ausprobiert. Und auch kein Futter zum selber quellen bzw. kochen. Bisher haben sie nichts angenommen. Egal was ich gemacht habe, es hat nicht geklappt. Deswegen, falls ihr Lust habt, schreibt mir das in die Kommentare und wir probieren das gemeinsam nochmal aus. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich auch einfach was falsch oder ich biete es falsch an, aber bisher haben sie es noch nicht angenommen. Ich bin mal gespannt, vielleicht klappt das ja. Habe ich auf jeden Fall noch nicht ausprobiert. Hier steht auch drauf, ohne Gentechnik, Naturprodukt aus Deutschland. Wir kommen zur Verlosung. Und zwar habe ich mich für 4 Produkte entschieden aus dem Online-Shop, die ich gerne an euch verlosen möchte. Und zwar ist das erste einmal der Kräutermix. Ich habe einfach noch eine ganze Packung hier und ich brauche auch noch ein bisschen, bis ich die komplett aufgebraucht habe. Deswegen hoffe ich, ihr freut euch darüber. Dann werde ich euch diese beiden mit dazu legen. Das ist einmal Primus Aufzucht und Primus Basis. Die waren ja doppelt drin, deswegen lege ich euch die beiden auch mit dazu. Und zu guter Letzt dann einmal diese Stange zum Befestigen im Käfig. Ja, ich hoffe, ihr freut euch über die 4 Sachen. Die Teilnahmebedingungen und so weiter, was ihr tun müsst, schreibe ich euch unten in die Kommentare und auch in die Beschreibung. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Sachen. Ich bin mega gespannt. Schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, was ich zusammen mit euch testen soll. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder ein kostenloses Abo freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!